Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, jetzt bin ich hier zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal in Berg, aber in diesem Haus zum ersten Mal, bin eingeladen worden, soll jetzt einen Vortrag halten. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Robert Schmenk, nicht zu verwechseln mit dem Hans Schmenk. Unser Name, Nachname hört sich ähnlich an, aber wir sind nicht verwandt, nicht verschwägert. Und ja, ich wohne in Münster, komme da auch her, in einem Vorort Kremmendorf, und bin also eingeladen worden, hier heute Abend einen Vortrag zu halten. Und ich glaube, mir ist kein Thema vorgegeben worden. Ich darf dann selbst ein Thema aussuchen, und mir ist dann ein Vortrag eingefallen über die vier Säulen der Jüngerschaft, die Nachfolge Jesu Christi. Was heißt das überhaupt? Wie gestaltet sich die überhaupt, die Jüngerschaft? Und da lassen sich vier Säulen wahrnehmen, und über diese vier Säulen möchte ich heute Abend hier sprechen. Die erste Säule: Gott meint es gut mit dir. Die zweite Säule: Selbsterkenntnis und Annahme. Die dritte Säule: Stimme Gottes hören, also einmal in der Bibel. Und eine letzte und vierte Säule: die Anbetung Jesu. Kommen wir zur ersten Säule: Gott meint es gut mit dir. Wie nehmen Sie den Satz wahr? Kann ich das so annehmen? Stell dir vor, es gibt Gott und der meint es gut mit dir. Das ist schon eine Herausforderung. Wenn man dann so auf sein eigenes Leben schaut und je nachdem, wie man gestrickt ist, sieht der eine mehr das Negative, was alles nicht glatt gelaufen ist im Leben, und dann meint es Gott gut mit mir. Der andere ist vielleicht eher positiv gestrickt und sieht das viele Positive, das sich im Leben ereignet hat. Und da kann er dahinter stehen, hinter diesem Satz: Gott meint es gut mit mir. Aber stell dir vor, es gibt Gott. Ich glaube, darüber müsste ich jetzt hier eigentlich gar nicht sprechen, weil wenn wir uns hier schon versammelt haben, unterstelle ich Ihnen einfach mal, dass Sie davon ausgehen, dass Gott existiert. Aber wenn ich in die Welt hinausgehe und begegne da so meinen Mitmenschen, und gut, ich bin immer noch sichtbar in der Welt, als Priester erkennbar, aber dann auch ins Gespräch komme, und man begegnet ja auch immer mehr auch ungetauften, anders religiösen Menschen, und ob die dann immer so da mitgehen können, Gott existiert und dann noch, er meint es gut mit mir. Da höre ich dann auch immer wieder: Ja, wenn ich jetzt dieses Negative alles sehe in der Welt, als vor gut über 2 Jahren der Krieg in der Ukraine anfing, da habe ich bei einem Besuch bei einem Bäcker mit dem Bäcker gesprochen. Das fiel mir, der Bäcker fing an: Wie kann Gott existieren, wenn dieses Böse so gibt? Warum lässt Gott das zu? Existiert dann Gott überhaupt? Damals habe ich dann so versucht, noch etwas theologisch und so weiter zu antworten. Mittlerweile habe ich vor kurzem eine Antwort gehört, das ist nicht von mir selbst, ist jetzt geliehen, wo der Betreffende dann sagte: Sonst interessiert dich doch Gott überhaupt nicht. Warum muss er jetzt für das Böse verantwortlich sein oder nicht verantwortlich sein? Warum kommst du jetzt auf die Idee, nach Gott zu fragen? Sonst existiert er doch in deinem Leben doch auch nicht. Also, existiert Gott oder nicht? Wir hier gehen davon aus, dass Gott existiert, und letztendlich existiert er auch, denn letztendlich ist es einfacher anzunehmen, dass Gott existiert, als dass er nicht existiert. Denn wenn wir anfangen, über die Erschaffung der Welt nachzudenken,
wie es angefangen ist, in einem bestimmten Ablauf, wie die ganze Welt aufgebaut ist. Wir sehen oft nur das Äußere und wissen gar nicht, was in unserem Körper alles für chemische Prozesse ablaufen. In einem bestimmten Ablauf, wohlgeordnet, sonst würde das gar nicht existieren. Selbst bei der Entstehung des Menschen gibt es in den ersten Zellteilungen eine Beryllium-Barriere, die muss existieren, damit überhaupt der Mensch dann weiter auch sich fortentwickeln kann, wahrscheinlich auch bei anderen Lebewesen, da bin ich aber jetzt etwas überfragt. Aber da gibt es diese Beryllium-Barriere. Warum gibt es die, die einen bestimmten Ablauf aufhält, damit andere Prozesse in Bewegung geraten, damit der Mensch entstehen kann? Das ist so, das kann doch kein blinder Zufall sein. Das kann doch nicht einfach so aus dem Nichts passiert sein, so aus einem blinden Zufall, sondern da spüren und sehen wir, wie eine leitende Hand dahinter steht, die wir Gott nennen und der sich ja selbst auch offenbart hat durch Jesus Christus. Und nächstes Jahr, 2025, feiern wir 1700 Jahre das Konzil von Nicäa, wo sich ja damals die Theologen und Bischöfe sich zusammengerauft haben und nach vielen Jahren auch des Ringens festgehalten haben, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Nicht nur ein toller Revolutionär, ein toller Prophet, ein toller Prediger, sondern wahrhaft Gottes Sohn. Und davor sind ja einige Jahre auch des Ringens vorausgegangen. Und mit dem Arianismus, der heute ja auch wieder kommt, wo uns dann erzählt wird, Jesus, ja, ist eine bedeutende Person, der nicht Rücksicht genommen hat auf die gesellschaftlichen Belange damals. Aber Gottes Sohn, das wird ja heute auch wieder oft in Frage gestellt. Das feiern wir nächstes Jahr und in dieser Feierlichkeit dürfen wir uns auch anschließen und das auch nochmal in Erinnerung rufen, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und er Zeugnis gebracht hat vom Vater. Wie er selbst auch immer wieder sagt, Gerechtigkeit ist, dass ich zum Vater heimkehre, dort, wo ich vor Erschaffung der Welt war. Also Jesus selbst sagt ja, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Ja, Gott existiert, aber das einem Menschen verständlich machen, da kommt es letztendlich auch auf einen selbst drauf an. Bin ich bereit anzunehmen, dass Gott existiert? Ja oder nein? Und dann noch, Gott meint es gut mit mir. Und Gott meint nicht nur das jetzige glücklich sein, gut fühlen, ein gutes Leben zu haben, sondern es geht ihm letztendlich darum, dass er für uns sorgt, dass wir unser himmlisches Ziel erreichen. Jesus sagt ja selbst, ich gehe voraus, um euch eine Wohnung zu bereiten im Haus meines Vaters. Was für eine Zusage. Für jeden Einzelnen von uns ist dort eine Wohnung bereitet. Also Gott meint es wirklich gut mit uns. Und da dürfen wir uns manchmal von diesen Fragen, Gedanken nicht aus der Ruhe bringen lassen. Schaffe ich es überhaupt in den Himmel? Komme ich da überhaupt hin? Oder werde ich irgendwie am Ende dann noch verworfen? Bin ein Leben lang gelaufen, habe mich bemüht und dann zack, ein kleiner Fehltritt und alles ist vorbei. Diesen Gedanken dürfen wir erst gar nicht zulassen, denn Gott meint es gut mit uns. Er gibt uns all das, was wir brauchen, um diese Wohnung zu erreichen. Und ich habe einmal eine Predigt angefangen, wo ich über die letzten vier Dinge gesprochen habe und habe als erstes gefragt, wer von euch möchte in die Hölle kommen? Keiner. Ich sage, super Voraussetzung dafür, dass ihr da auch nicht hinkommt. Und ich war sehr überrascht, wie aufmerksam die Menschen zugehört haben. Und nach der Predigt oder nach der Messe ist dann noch ein junger Mann zu mir gekommen und er hat sich bedankt für die Predigt, weil ich ihm damit ganz viel Angst genommen habe und sehr viel Ruhe geschenkt habe in seinem Herzen.
Also Gott meint es wirklich gut mit uns. Und da nicht auf die einzelnen Erlebnisse im Leben denken, denn wenn ich jetzt rumfragen würde und von mir selber auch erzählen würde, was alles schiefgelaufen ist, dies und jenes, wo ich jetzt stehen könnte, wenn ich damals mich anders entschieden hätte, dann könnten wir wahrscheinlich ganze Bibliotheken füllen. Und trotzdem stehe ich hier und sage, Gott meint es gut mit mir. Auch wenn ich manche Dinge nicht sofort erkenne und meine, das finde ich jetzt nicht so gut, Gott, dass du das zugelassen hast. Aber im Endeffekt merke ich doch, Gott meint es gut mit mir, meint es gut mit uns. Und das ist eine der ersten Säulen von dieser Jüngerschaft. Gott anzunehmen, dass Gott existiert und dass er es gut mit uns meint, auch wenn wir es im Einzelnen nicht immer so erfahren. Kommen wir zur zweiten Säule, die Selbsterkenntnis und die Annahme des Selbst, des eigenen Lebens, seiner selbst sich annehmen. Das ist auch eine weitere Herausforderung, Selbsterkenntnis. Letztes Jahr bin ich, das war glaube ich vor einem Jahr sogar, bin ich über eine Frage gestolpert, die lautete, wer bist du? Wie würden wir diese Frage beantworten? Mann, Priester, über 50 Jahre alt, hab den und den Namen, also Robert Schmenk, wohne in Münster, meine Hobbys sind das und das, aber ist das alles? Das sind einzelne Aspekte von mir, das stimmt. Wer bist du? Aber ist das schon wirklich alles mit ausgesagt? Wer bist du? Wir merken es ja an Jesus Christus, der, wie vorhin schon erwähnt, nächstes Jahr, 1700 Jahre Konzil von Nicäa, wahrer Gott und wahrer Mensch, so ist es damals festgehalten worden und als Dogma auch immer tradiert worden bis heute. Und da werden wir uns auch nicht von abbringen lassen. Jesus selbst stellt eine ähnliche Frage. Und zwar, für wen halten mich die Menschen? Und wer tut sich hervor? Erstmal Petrus. Du bist Gottes Sohn. Ja. Und was sagt Jesus? Das hast du nicht aus dir heraus, sondern mein Vater hat es dir eingegeben. Wer bist du? Letztendlich wissen wir es gar nicht. Wir haben eine tiefe Ahnung davon, aber letztendlich müssen wir es uns zeigen lassen von Gott Vater. Gotteskind, die ist hier schon als Stichwort gefallen. Ja, wir sind ein Gotteskind. Unendlich geliebt. Aber das wahrzunehmen, anzunehmen, wer bin ich? Da gibt es so viele Facetten in meinem Leben, dass ich das gar nicht richtig beantworten kann. Petrus macht die Erfahrung, dass Jesus ihm sagt, du hast gut geantwortet, aber das hast du nicht aus dir heraus, sondern mein Vater hat es dir gegeben. Und wir wissen, wie die Stelle weitergeht, denn kurz darauf erzählt Jesus, was mit ihm passieren muss und die Antwort Jesu, das darf nicht sein. Und Petrus, genau, die verwechsel ich manchmal, Jesus und Petrus. Und Jesus dann zu Petrus sagt, geh weg von mir, du hast nicht das im Sinn, was Gott im Sinn hat. Und da sind wir letztendlich auch wieder bei dieser Frage, bei dieser Aussage, stell dir vor, es gibt Gott und er meint es gut mit dir. Wir können es nicht alles so erfahren und wissen, wie wir es manchmal gerne möchten. Die Selbsterkenntnis. Da muss man ein Leben lang dran arbeiten. Als junger Mensch denkt man manchmal so, besonders wenn man im Glauben so anfängt, ja, so und so viele Fehler habe ich, das habe ich jetzt erkannt. Und ein Spiritual hat mal gesagt, um einen Fehler auszumerzen, braucht man ein Jahr. Und dann war das schon so, ach super, in 10 Jahren ist es soweit.
Und nach dem einen Jahr stellt man dann fest, ja, der Spritteil hatte recht, dieser eine Fehler ist ausgemerzt. Aber statt der übrigen 9 hat man auf einmal 19, dank der Selbsterkenntnis. Und so macht man auch im Alter immer noch die Erfahrung, dass man auf einmal Dinge tut, von denen man meint, warum tue ich die jetzt, wo ich doch einfach besser wissen müsste. Und da spüren wir, dass wir doch gar nicht so selbstsicher sein können, wie wir es manchmal möchten. Und dass es da in unserem Selbst doch auch viele Tiefen gibt, die wir noch gar nicht erkannt haben. Vielleicht auch so mancher Fehler, den man ein Leben lang mit sich rumschleppt. Eine komische Charaktereigenschaft, an der man schon lange arbeitet, aber die dann doch nicht weggehen möchte. Gott lässt es zu, dass man diese Eigenschaft weiter behält. Wir kennen alle Franz von Sales. Und er hatte eine Eigenschaft, an die er ein Leben lang dran gearbeitet hat. Und wenn er die nicht gehabt hätte, wäre er vielleicht gar nicht der Heilige geworden, den wir heute so kennen. Er hatte ein sehr aufbrausendes Temperament. Er ist sehr schnell impulsiv gewesen, so sagt man. Und ich habe einmal gelesen, als er gestorben ist, ich weiß nicht, ob man ihn da, wie man das dann festgestellt hat, aber die Galle muss voller Steine gewesen sein, weil er sich sehr um ein ruhiges Temperament bemüht hat. Und er hat es wirklich durchgehalten, aber irgendwo hat sich dann im Körper doch gezeigt, seine ganzen Mühen um diese Ruhe. Aber das war letztendlich auch dieses Bemühen, dasjenige Vehikel, wodurch er zu diesem Heiligen geworden ist, der damals in Genf viel Gutes bewirkt hat und den Glauben, den katholischen Glauben da auch verteidigt hat. Und viele ja auch zum katholischen Glauben zurückgekommen sind aufgrund seiner friedfertigen, ruhigen Ausstrahlung. Und da merkt man schon, nach außen so friedfertig gewesen, aber im Inneren muss er wahrscheinlich sehr häufig auch gekocht haben und an die Decke gegangen sein. Selbsterkenntnis und Selbstannahme. Er hat es angenommen, diesen Fehler, den er hat, und hat mit Gottes Hilfe daran gearbeitet, mit diesem Makel gearbeitet. Und so ist es gut, dass wir alle unterschiedlich sind, alle unterschiedliche Charaktere haben. Und wir haben oft so den Eindruck, dass wir meinen, wir müssten alles gleich machen. Das haben wir auch in der Kirche, diese Tendenz, alles muss gleich sein. Dabei gibt es so viele schöne und gute Fähigkeiten, die jeder von uns mitbekommen hat, wo wir miteinander uns bereichern können. Und selbst Teresa von Avila, also Teresa von Lisieux, die ja dann auch die Frage stellt, ja, so eine Rose im Garten Gottes bin ich nicht, eine Lilie auch nicht. Und sie dann aber auch diesen Gedanken hat, den Gedanken geschenkt bekommt, was wäre das für eine Wiese bei Gott, eine Gotteswiese, wenn da jetzt nur Rosen und Lilien stehen würden. Wäre das nicht ziemlich langweilig? Und so hat sie sich darüber gefreut, dass sie ein Gänseblümchen auf dieser Wiese ist. Das kleinste, unscheinbare Blümchen. Und meint man, ist es vielleicht auch in den Augen der Welt. Und trotzdem finde ich es immer wieder interessant, wenn Kinder so ein Gänseblümchen entdecken und es abpflücken, wie viel Wert es auf einmal in diesen Augen von einem Kind hat. Und so sollten wir uns auch nicht diesen Gedanken ergeben, ich bin nichts wert im Weinberg Gottes. Vielleicht wirkst du viel mehr im Weinberg Gottes, als du ahnst. Und es gibt, ich habe vergessen, welcher Theologe es ist, so ungefähr vor 100 Jahren muss er gelebt haben. Er kommt immer in der Leserohre in der Adventszeit vor. Und da schreibt er eigentlich über die Gnaden Gottes, über die vielfältigen Gnaden, wie Gott wirkt. Und er sagt, es gibt Menschen, die sind, jetzt mit meinen eigenen Worten, genauen Wortlaut weiß ich nicht, aber es ist mir so haften geblieben, die sind wie eine Gießkanne. Durch sie fließen Gnaden zu den anderen und sie selbst merken es gar nicht, dass
sie diese Gnaden von Gott geschenkt bekommen. Und das ist mir einmal aufgefallen bei einer Wallfahrt, wo eine junge Person dabei war, die sehr aufgefallen ist durch ihre lockere Art, wie sie auf Menschen zugegangen ist und wie sie Freude verbreitet hat. Das hat mir damals richtig gut getan, diese Unbeschwertheit, wie sie auf die Menschen zugegangen ist, wie sie Fröhlichkeit und Freude verbreitet hat. Und während der Wallfahrt, als wir zusammen dann auf dem Weg zur Kirche waren, zur Anbetung, hat sie dann aus ihrem Leben erzählt und ich dann gemerkt habe, was sie mir jetzt erzählt, was sie so zu tragen hat und ihre lockere Art, wie sie auf die Menschen zugeht, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und das ist mir dann wieder in Erinnerung gekommen, als ich diesen Theologen gelesen habe, dass manche Menschen wie Gießkannen sind, die Gnaden für andere Menschen bereit haben, ohne dass sie selbst merken, dass sie diese Gnaden geschenkt bekommen. Gott braucht diese Menschen, um seine Gnaden an den Nächsten weiterzugeben. Und da wirken wir oft viel mehr mit, als wir es meinen und ahnen. Vielleicht liegt es ein bisschen auch das Problem daran, dass wir meinen, ich muss immer alles erfahren, wie ich wirke. Und dabei gibt es oft so kleine Dinge. Manchmal liest man das auch in Ratgebern, jedem Menschen, dem man begegnet, ein Lächeln zu schenken. Das meint man einfach, aber so einfach ist das manchmal gar nicht, weil man selbst auch in sich so kehrt ist und vielleicht mit eigenen Gedanken beschäftigt ist. Aber was dieses einfache Lächeln bei anderen auslösen kann an Positiven, das unterschätzt man dann doch manchmal. Selbsterkenntnis und Selbstannahme, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Jüngerschaft Jesu, in der Nachfolge Jesu. Selbsterkenntnis ist das eine. Die positiven Seiten, die man gerne annimmt, aber auch die negativen Seiten, die man hat, die man mit sich herumträgt, auch die anzunehmen. Auch in dem Wissen darum, dass Gott einen liebt und diese Eigenschaften auch zulässt, um dadurch uns zu helfen, an uns selbst zu arbeiten, aber auch als Vorbereitung auf die Begegnung mit ihm im Himmel. Und das durch manche negativen Eigenschaften, die man manchmal gar nicht gerne hätte, aber in manchen Situationen doch auch sehr hilfreich sind. Die zweite Säule, also die Selbsterkenntnis und die Selbstannahme. Die dritte Säule, die Stimme Gottes hören. Wo höre ich die Stimme Gottes? Es wäre immer schön, wie so manche bei Erscheinungen, die dann die Stimme der Mutter Gottes hören, wo sie dann hören, das und das möchte ich jetzt. Das wäre natürlich eine klare Ansage, das lieben wir alle. Klare Ansage, da weiß man, was man zu tun hat. Und Gott ist aber etwas sanfter mit uns und wir hören jetzt nicht unbedingt Gottes Stimme direkt über unser Ohr, sondern über die Bibel. Welchen Stellenwert hat die Bibel in meinem Leben? Dieses große Buch, 72 Bücher, die im Alten Testament, die vielen und die 27 im Neuen Testament. Man hört dann, wir sollen in der Bibel lesen. Die Mutter Gottes sagt es ja auch in verschiedenen Botschaften, lest in der Bibel. Und ich begegne aber auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich bin mal angefangen, aber wer versteht das denn? Und man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn dann gehört auch zur die Stimme Gottes gehören, da gehört auch zu die Unterscheidung der Geister. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie den Witz, wo jemand dann die Bibel aufschlägt, um zu wissen, was möchte Gott von mir, und er ließ dann, Judas ging hin, nahm sich einen Strick und er hängte sich. Und er so, oh, das kann aber jetzt wohl nicht wahr sein. Das soll ich jetzt tun, das kann doch nicht sein. Also, lieber Gott, da musst du dich ja wohl vertan haben. Nochmal die Bibel aufgeschlagen und dann findet er die Stelle, geh hin und handle ebenso. Also da braucht man schon wirklich viel Unterscheidung der Geister, aber vielleicht merkt man das auch dann direkt in dieser Situation, das kann ja wohl nicht der Wille Gottes sein für mich. Also da
wirklich auch gut hinhören. Und da so ist das manchmal auch ein bisschen schwierig, sozusagen, ich schlage die Bibel auf und meine dann, ich schlage das auf, was Gott für mich heute will. Und die Bibel, wir sind keine Buchreligion als Christen. Wir sind keine Buchreligion. Das ist für manche etwas irritierend, denn die Bibel ist ja nicht ein Buch, obwohl wir sie in gebundener Form als ein Buch vornehmen, sondern es sind ganz, ganz viele Bücher. Und in diesen vielen Büchern wird die Geschichte Gott mit den Menschen dargestellt, beschrieben, wie Gott am Menschen, im Menschen, durch den Menschen wirkt, mit der Menschheit, wie Gott durch die Bibel deutlich macht. Es geht letztendlich um ein Beziehungsgeschehen. Und da sind wir wieder bei der ersten Säule. Stell dir vor, es gibt Gott und er meint es gut mit dir. Ja, Gott meint es wirklich gut mit dir. Und die ganze Bibel sind alles Erfahrungsberichte, wo Menschen die Liebe Gottes erfahren haben. Und dann im Alten Testament, das ist ja wirklich auch schwierig zu lesen mit den ganzen Opfern und wenn da steht die Rache Gottes. Das ist ja, unser Papst Benedikt XVI. Hat ja auch schön geschrieben, auch dass die Rache letztendlich die Liebe Gottes ist. Und an einer Stelle heißt es ja auch in der Bibel, die Rache Gottes ist, dass ich komme und euch erlöse, so ungefähr. Und Papst Benedikt hat ja dann die wunderbare Enzyklika Caritas, Deus Caritas Est, geschrieben, Gott ist die Liebe, wo er das wunderbar komprimiert zusammengefasst hat, dass es letztendlich ein Liebesgeschehen ist, eine Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen, wo er auch, und die Bibel bringt es ja auch ein Wort, wo er uns immer wieder freit und sagt, hier, ich bin der gütige, barmherzige Gott, komm doch zu mir, lass dich von mir beschenken, lass dich von mir in die Arme nehmen, lass dich von mir erlösen. Und er letztendlich ja dann auch hier auf Erden Mensch wird und dieses Erlösungswerk vollbringt. Die Stimme Gottes hören, in der Bibel lesen. Und da merken wir ganz schnell, dass es manche Stellen gibt, die schwer zu verstehen sind, andere, wo man meint, die sind etwas einfacher. Und letztendlich kommt man bei diesem Bibellesen gar nicht zum Ende, weil es gibt immer wieder neue Facetten, die man erkennt. Unser Bischof Felix Gern hat jetzt in dem Fastenhirtenwort seine Predigt eigentlich sehr interessant begonnen. Eine Erfahrung, die wir vielleicht auch alle gemacht haben. Er schreibt davon oder predigt davon in seinem Fastenhirtenwort, da liest man eine Bibelstelle immer wieder, ein ganzes Leben lang. Und dann kommt dieser eine Tag, wo einem auf einmal ein Licht aufgeht. Und wir haben sicherlich auch alle diese Erfahrung gemacht. Und da bleibt diese Bibel sehr spannend. Auch im Neuen Testament die Briefe des Apostels Paulus. Manche sind jetzt in dieser Zeit sehr verwirrt von dem, was in der Kirche los ist. Spaltung hier, Spaltung da und wird noch das Wort Gottes richtig verkündet. Viele machen sich da Sorgen. Und wenn ich dann ins Neue Testament schaue, die Briefe des Apostels Paulus lese, auch von Petrus und lese dann heute mit ganz anderen Augen. Damals hat Jesus gerade die Kirche gegründet und die hatten schon diese Probleme, die wir heute haben. Paulus an Timotheus, pass auf, mit wem du theologisch diskutierst. Nicht jede Frage bringt dich weiter. Lass dich nicht auf falsche Diskussionen ein. Verkünde das Wort, ob gelegen oder ungelegen. Gib dich nicht den Fabeleien hin, die sich damals schon verbreitet haben, die auch heute wieder die Runde machen. Da einfach wach zu bleiben, hinzuhören, was sagt Gott. Und diese Bibel zu lesen als viele Bücher und viele Geschichten von Menschen, die Erfahrung mit Gott, der die Liebe ist, gemacht haben. Und wir, wenn wir in der Bibel lesen, das auf uns übertragen können. Gott möchte mit mir auch so ein Buch schreiben.
das nicht in den Kanon der Bibel aufgenommen wird, weil der ist abgeschlossen, der existiert jetzt so, wie er ist. Aber J. schreibt mit jedem Einzelnen von uns auch so ein Buch. Und dieses Buch werden wir dann einmal im Himmel sehen, lesen dürfen. Und dann werden wir sehr überrascht sein, wie Gott auf ungeraden Zahlen gerade geschrieben hat, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat, wo wir manchmal etwas als Niederlage erfahren, was aber dann zum großen Segen für uns geworden sein wird. Und da dürfen wir wirklich ja auch freudige Erwartung haben und jetzt auch schon mit Spannung erwarten, was Gott noch weiter mit uns schreiben wird. Und diese Unterscheidung der Geister aufzupassen, nicht auf jeden Zug aufzuspringen, der im Moment durch die Medien rennt und rast, auch durch manche Prophetien, die da im Umlauf sind. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und mir fällt da immer wieder auch Teresa von Lisieux ein, die im Leben, ja, am Anfang, sie ist ja nicht alt geworden, noch 24, deswegen ist das noch so beeindruckender, die dann irgendwann so sagte in ihren selbstbiografischen Schriften: Mich haben die heiligen Legenden so interessiert. Ich habe da gerne drin gelesen, aber irgendwann kam der Punkt, wo die mich nicht mehr befriedigt haben. Da habe ich kein Glück, keine Freude mehr und keinen Geschmack mehr dran gehabt. Und letztendlich bin ich bei der Bibel hängen geblieben, beim Wort Gottes. Da habe ich etwas gespürt, die Nähe Gottes, eine Sättigung, eine Freude. Das hat mich beruhigt, dieses Wort Gottes, einfach das nur zu hören. Das ist wie, wenn eine Mutter im Raum ist und das Kind für sich spielt und merkt, Mutter ist da, ist alles in Ordnung. Wenn Mutter dann in die Küche geht und nicht mehr gesehen wird, dann kommt Mama, wo bist du? Und wenn es dann auch nur die Stimme hört, ich bin in der Küche, mach dir keine Sorgen, ich bin in der Nähe. So übertragen könnte man das bezeichnen, beschreiben, was Teresa von Lisieux damals erfahren hat, durch das Lesen in der Heiligen Schrift. Und wir merken das vielleicht manchmal auch, diese Nähe Gottes beim Lesen der Schrift. Und ich selbst merke es auch oft, dass es dann doch interessanter ist, in der Bibel zu lesen, das Wort Gottes einfach zu lesen, auch wenn es nicht viel ist, auch wenn es manche Sätze gibt, wo ich sage, da muss ich jetzt aber auch erstmal drüber nachdenken. Aber da schwingt etwas von mit, von Gott ist da, er ist irgendwie erfahrbar. Er gibt sich hier zu erkennen als der, der sagt, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir, ich begleite dich, ich führe dich und ich meine es gut mit dir. Also die dritte Säule, die Stimme Gottes hören, in der Bibel lesen und sich um die Unterscheidung der Geister zu bemühen. Da müsste man nochmal eigens drauf eingehen in einem eigenen Vortrag. Was heißt das, die Geister zu unterscheiden? Wie kann ich das überhaupt? Ja, und die vierte Säule, die Anbetung Jesu. Wie geht das? Machen wir jetzt hier. Dadurch, dass wir vorhin schon die Vesper gebetet haben, den Rosenkranz, den Lobpreis, vielleicht die Messe miteinander feiern, im Gebet bleiben, im Gebet sein, das Gebet. Die schönste Erklärung über das Gebet steht im Katechismus von 1992, im vierten Teil. Wer dann eine gute, schöne Abfassung über das Gebet lesen möchte, dem sei diese Abfassung sehr ans Herz gelegen, dort einfach nachzulesen, weil wie das Gebet beschrieben wird. Und letztendlich steht da, Gebet ist Beziehung. Und das ist etwas, was das Gebetsleben, das eigene Gebetsleben auch revolutionieren kann, wirklich auf eine gute, auf ein gutes Fundament stellen kann. Ja gut, jetzt sind wir wahrscheinlich, unterstelle ich Ihnen jetzt auch einfach mal hier, Fortgeschrittene im Gebet, und wissen, dass das Gebet mehr ist als ein schön ausformuliertes Gebet, was irgendwo im Gebetbuch steht, was ich am Morgen bete und am Abend. Die Gebete sind schön, gut und wichtig, die möchte ich auch nicht, dass man die ablegt.
weil sie manchmal wirklich sehr hilfreich sein können in gewissen Situationen, wenn man selbst so spürt, irgendwie möchte ich was ins Wort fassen, aber mir fallen die Worte nicht ein, da kann so ein Gebet wirklich sehr hilfreich sein. Aber letztendlich geht dieses Gebet viel tiefer. Es geht um diese Beziehung. Da sind wir wieder bei dieser Gotteskindschaft. Gott existiert und er meint es gut mit dir. Er hat dich geschaffen. Er liebt dich so, wie du bist. Und er möchte sich dir mitteilen über die Bibel. Er möchte zu dir sprechen. Und dieses im Alltag zu pflegen. Und zwar nicht nur in diesen Gebetszeiten, wie jetzt hier, in einem festen Zeitraum von 17 Uhr bis 22 Uhr, sondern wie Paulus und sagt, betet unter Unterlass, Neudeutsch 24-7, ich weiß nicht, ob das jeder dann versteht, 24-7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, im Gebet sein. Und da fragen sich manche, wie geht das? Kann ich das überhaupt? Wie soll das gehen? Letztendlich ist es viel einfacher, als man meint, wenn man sich davon frei macht. Gebet heißt, ich muss immer etwas sagen. Sondern, und da komme ich auch wieder auf Teresa von Lisieux, die versucht hat, ja auch den Alltag aus der Liebe Gottes heraus zu leben, in einzelnen Situationen, wo sie war. Als sie dann im Winter mit einer Mitschwester die Wäsche gewaschen hat. Und dann im Winter kaltes Wasser. Ich glaube, das kann jeder nachfühlen, wie die klamm die Finger dann werden. Und die eine Mitschwester wahrscheinlich gar nicht mal aus böser Absicht, aber etwas mehr geplanscht hat in dem Wasser und diese Wasserspritzer Teresa von Lisieux ins Gesicht gespritzt haben. Das kann man sich vorstellen. Winter, es friert und so kaltes Wasser dann im Gesicht. Wie hätten wir reagiert? Wir kennen das ja auch so, pass doch auf, was soll das? Kannst du nicht aufpassen? Und dann vielleicht auch noch ein paar andere Wörter, die man jetzt besser nicht in den Mund nimmt. Aber Teresa beschreibt es selber sehr schön. Diesen Impuls hatte ich im ersten Moment auch. Ich wollte die Schwester darauf hinweisen. Aber dann habe ich mir gedacht, ich halte es aus Liebe zu Gott und sage nichts. Oder eine andere Situation, wo sie für den Blumenschmuck in der Kirche zuständig war und ihre Familie, die auch gut betucht war, guten Blumenschmuck auch gespendet hat. Und sie hat sich dann bemüht, den Blumenschmuck irgendwie schön da zu organisieren, hinzustellen. Und dann eine Mitschwester dann so sagte, ah, da sieht man es wieder, die schönen Blumen kommen nach vorne, dass sich jeder sieht. Und die von den armen Menschen, die nicht so schön sind, die kommen nach hinten. Ja, Teresa von Lisieux hat sich nicht gerechtfertigt. Sie hat kurz nachgedacht und dann die Blumen anders hingestellt. Die schönen nach hinten und die von den einfachen Menschen, die nicht so schön waren, nach vorne gestellt. Von einem schönen Blumenschmuck war nicht mehr die Rede. Sie musste sich dann vielleicht anhören, diesmal sind die Blumen nicht schön hingestellt. Aber sie hat es aus Liebe zu Gott ertragen. Und das können wir auch ganz einfach in unserem Alltag integrieren, einfach da auch in diese Beziehung mit Gott reinzukommen. Ein Problem heute in der Gesellschaft, wer noch Auto fährt, der weiß das, sind diese Geschwindigkeitsbegrenzungen. Da kann ich natürlich hingehen und sagen, so, ich halte mich daran, weil ich nicht geblitzt werden will, weil das halt auch Kosten sind, die auf einen dazukommen. Ich kann aber auch ganz bewusst hingehen und sagen, okay, diese Schilder benutze ich, um in eine lebendige Beziehung, Gebetsbeziehung mit Gott zu kommen. Wenn ich dann also so ein Sichtschild sehe, gehe ich hin und sage, aus Liebe zu Gott halte ich mich jetzt an diese Geschwindigkeit. Das wird viele positive Nebeneffekte haben. Ich bewege mich sicherer im Straßenverkehr, bringe nicht mich und andere in Gefahr, decke also vieles zu, was ich eigentlich gar nicht will, sondern, ja doch, eigentlich schon, ja, doch. Ich will mich ja nicht mich und andere in Gefahr bringen, aber das ist nicht meine Absicht, sondern ich tue es aus Liebe zu Gott. Und das hat ganz viele positive Nebeneffekte, die man sonst gar nicht so wahrnimmt. Und da gibt es im Alltag so viele Bereiche, wo ich, ohne jetzt ein Gebet sprechen zu müssen, in diese Beziehung, ins Gebet komme, um Gott im Alltag da auch sichtbar zu machen. Für mich und oft dann auch für die anderen, ohne dass ich selbst dann auch merke, dass ich es für andere tue.
das Gebet, vor allem da auch die Sakramente, die uns Gott geschenkt hat durch Jesus Christus, da auch eben Gebrauch von zu machen. Die Sakramente. Leo der Große, 461 gestorben, hat einen schönen Satz in einer Predigt geprägt, der mir seitdem ich ihn bewusst wahrgenommen habe, sehr nachgeht. Was an Jesus Christus sichtbar war, ist in die Sakramente übergegangen. Dass also Jesus Christus schreitet durch die Zeiten der Jahrhunderte, durch die Geschichte, durch die Sakramente und wirkt. Da gibt es ja auch dieses schöne Heilig-Geist-Lied, das steht einmal im Gaunert noch was, meine ich, und bei uns im Bistum Münster, auch im Eigenteil, gibt es so ein ähnliches Lied von Thurmeier, glaube ich, auch gedichtet, wo das heißt so, Christus schreitet durch die Zeiten der Pilgerkirche-Pilgerkleid. Das wird in den Sakramenten nochmal deutlich, weil wenn wir die Sakramente feiern, dann begegnet uns Jesus Christus, dann kommt uns Christus nahe. Und die Sakramente, so lehrt es auch die Kirche, das kommt es nicht nur auf unser Wirken an, sondern auch wenn ich da als Ungläubiger sitze, wenn dann die Heilige Messe gefeiert wird, dann ist Christus wahrhaft gegenwärtig. Auch wenn die ganze Kirche nicht daran glaubt, in dem Moment, wenn der Priester die Wandlungsworte spricht, ist Christus gegenwärtig. Und dasselbe gilt auch für die Beichte. Wenn da der Priester spricht, ich spreche dich los von deinen Sünden, auch wenn der Priester in dem Moment gar nicht daran glaubt, aus welchen Gründen auch immer, soll es geben, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, dann wirkt das, dann geschieht da Sündenvergebung. Und darauf kann ich und darf ich und muss ich mich auch verlassen. Und das ist dieses Tröstliche an diesen Sakramenten, dass sie aus sich heraus wirken und nicht an dem Glauben des Priesters hängen oder an der versammelten Gottesdienstgemeinde. Und davon wirklich auch reichlich Gebrauch machen von diesen Sakramenten, denn da begegnen wir Jesus Christus, der durch die Sakramente, durch die Zeiten der Geschichte da auch wandert, um uns heute, hier und jetzt das Heil zu vergegenwärtigen, was er damals den Menschen geschenkt hat. Die vier Säulen der Jüngerschaft Jesu. Einmal, Gott meint es gut mit dir. Stell dir vor, Gott existiert und er meint es gut mit dir. Dann die Selbsterkenntnis und die Selbstannahme. Ich kann es und darf diesen Schritt wagen, weil ich von Gott unendlich geliebt bin und auf die Stimme Gottes hören. Nicht in der falschen Angst, ich könnte jetzt immer nur daneben treten und alles falsch machen, sondern auch wirklich mit dieser positiven Haltung, wenn ich darauf höre, Gott begleitet mein Tun und Entwickeln und Wachsen, auch im Glauben und im Wachsen, da begleitet mich Gott einfach, weil er es letztendlich vom Ziel her sieht, von unserer Wohnung her und das gut mit uns meint. Und aber auch immer wachsam bleiben, diese Unterscheidung der Geister, dass wir da uns nicht verrennen. Und die vierte und letzte Säule, die Anbetung Jesu im Gebet und durch die Sakramente. Und damit möchte ich meinen Vortrag für heute hier beschließen und wünsche Ihnen, dass Sie diese Nähe Gottes, diese Liebe Gottes immer wieder neu erfahren und dass Sie im Glauben und im Gebet wachsen und vielleicht heute einen kleinen Impuls bekommen haben, eine Anregung, wirklich vom Ziel her, von dieser himmlischen Wohnung her zu denken und vielleicht auch dieses Bild zu gebrauchen, da ist Gott, der zieht mich wie ein Magnet das Eisen an sich. Denn wir sind Geschöpfe seiner Liebe und wenn Gott die Liebe ist, dann möchte er auch, dass seine Geschöpfe zu erlangen und er uns all das schenkt, was wir brauchen, um diesen Weg zu erreichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.